Zu Gast bei Huddersfield, ja. Wir haben jetzt eben 2 Wochen Pause gehabt, ja, das sollte uns gut getan haben. Dann kommt Aston Villa. Das ist ein schwieriges Spiel, da müssen wir sie auflaufen lassen. Und drum wird heute die B-Mannschaft auflaufen. Ja, ihr habt richtig gehört, die B-Mannschaft wird auflaufen. Wir werden dann schauen, wie wir das. Aston Villa ist ein starker Gegner, 3. Platz in der Liga, das ist ein wichtigeres Spiel als Alkmaar. Ich habe gesagt, Liga geht vor. Solange wir, wenn wir dann in der Premier League sind, können wir uns aufs internationale Geschäft noch immer konzentrieren. Außerdem haben wir 6 Punkte gemacht, das ist bislang gut, wenn wir jetzt ein Match wirklich verlieren sollten. Und vielleicht verlieren wir die anderen dann auch. Ja, okay, dann verlieren wir sie. Aber besser, ich verliere nicht gegen Aston Villa. Sollte ich verlieren gegen Aston Villa und dann natürlich auf eine B-Mannschaft zugreifen, sondern auch verlieren, ist so, dann haben wir aber alles versucht. Das ist schon mal ein sehr starker Beginn hier. Das ist kein starker Beginn, da hätte ich schießen müssen. Schön. Okay, wieder rein. Man muss sagen, wir sind jetzt wieder Tabellenführer hier mit 5 Punkten Vorsprung vom 3. gleich mit Burnley. Aber wir wollen nicht Meister, wir wollen nur den Aufstieg schaffen. Auf den Grund sind wir wieder am besten Weg dorthin. So, Huddersfield. Da sehen wir jetzt nochmal die Punkte. Mit Burnley vorne an der Front. Und wenn wir dann in der Premier League sind, dann interessieren mich Pokal und alles andere auch und halt, dass wir nicht absteigen. Tick zu spät ab. Gepasst. Schön, Alvarez. Okay. Das gibt einen Foul, okay. Für Halten anscheinend. Pim. Stärkster Mann im Kader. 74 hat er. Linz. 2er Goli, 65. Oder 64er Stärke sogar nur. Ja, dann Ludwig und dann kommt Garnier.
schon. Und Williams. So. Nanakai. Sehr schön. Halbzeit 0:0. Es ist. Man merkt jetzt, die Liga wird spannend. Wir kommen nicht mehr so zu diesen leichten Torchancen wie früher. Aber nichtsdestotrotz, wir bleiben so, wie wir sind. Die Abwehr passt auch bislang. Müssen wir halt offensiv jetzt ein bisschen mehr noch an Kombinationsspielen und intelligent spielen. Und sowas darf nicht passieren. Herzliche Gratulation zu Brandt. Der legt den Gegner praktisch auf. Okay. Rosenek auch gar nicht im Spiel heute. Aber da ist er jetzt, Bosenek. Erstes Ligatrefferchen. Das ist schon bitter im 10. Spiel oder so. Also in seinem 8., 5., 6. Ligaspiel. Aber auch selbst für ihn da. Verhältnisse schon sehr traurig. Aber darum ist die Entwicklungskurve auch nicht so gut bei ihm. Schön Linz. Rossi kommt, Barnett geht. Wilner spielt Freigeist. Keine Unterstützung von Brosnik, keine Unterstützung von ihm in dieser Situation für Rossi. Und Rossi, auf den müssen Sie jetzt aufpassen, das wissen Sie jetzt schon.
Sehr schön. Schmidt. Schmidt macht viele Meter hier. Aber auch da ein Prosenik, der rennt nicht in den Lauf, so dass man ihn schicken könnte. Schwer natürlich auch für einen Schmidt. Dann natürlich auch schon. Ja, es ist traurig, aber wahr. Mit Posenik, dass das hier. Er ist verkauft, das ist so jetzt. Wir werden nicht wirklich um ihn weinen, das. Ich bedanke mich trotzdem natürlich für seine Dienste, die er geleistet hat. Für die Tore im ersten Jahr, für die Tore im zweiten Jahr, für die Vorlagen im zweiten Jahr, für die Vorlagen im ersten Jahr. Aber man hat gemerkt, desto stärker die Spielklasse wird, desto mehr ist er abwesend. Ah, Schäfer. Das war's, 1:1 gegen Huddersfield. Das gute Spiel, Burschen. Ersten Wille Spiel auch nur 2:2. Burnley spielt auch nur 2:2. Gut. Das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und rein. Ciao.